Das ist cool. Tödlicher Elan ist definitiv das nächste, was er kriegt. Und dann übernehme ich als nächstes definitiv diese Stadt hier. Wieder hat der noch welche. Vielleicht sollte ich doch einen Rückzug machen. Ich bin mir jetzt nicht mal ganz so sicher, ob ich das noch schaffe. Es ist aber tricky. Ja, hoppala. Das habe ich gar nicht gespeichert. Überschreiben, ja. Okay, was haben wir hier denn noch? Müssen wir hier so einen Magier zu beschwören? Hab und kann ich mir aber leider nicht leisten. Was haben wir hier Schönes? Ja, wenn ich eine Stadt erobere... Wenn ich einen Kampf gewinne, habe ich eine Chance, eine Einheit zu bekommen. Geld. Und so ganz nebenbei, ich sollte mein Geld investieren, um das ganze Zeug zu reparieren. Hier war bzw. ist ja alles in Schutt und Asche gewesen. Schneesturm ist nicht schlecht. Untote wiederherstellen. Ah, Schneesturm werde ich nehmen. Erstmal hoffen, dass diese jetzt nicht alle zusammen verschanzen und dass er da bleibt. Er hat noch welche? Ich habe von dem doch jetzt bestimmt schon so, keine Ahnung, 30 Einheiten getötet. Wie kann der jetzt immer noch welche haben? Das ist ja... richtig heftig. Okay, ich brauche nur 150. Ja, Favorite ist doch nicht so schlau. Vielleicht, ja, überhaupt nicht schlau. Das war wirklich nicht schlau. Zug wenden, eine Verteidigung. Oha. Hallöchen. Darf er das?
Nein, der macht kaum Schaden gegen den. Das ist ja... Das ist ja ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Einer wenigstens tot. Wenigstens etwas. Zwei tot, da ist einer tot. Sollen wir wecken? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich bin am Arsch. Ich muss sagen, es zieht sich jetzt schon echt gewaltig lang dieses Level. Kampf zurücksetzen. Ich hau einfach ab. Eine bessere Lösung gibt es jetzt erstmal nicht. Auch wenn ich den Angriff gestartet habe, ich muss abhauen. Hau ab. Hau ab. Und hau ab. Das sind sogar alle. Alle Kunden abholen. Sehr gut. Ja, ja, beschuldige nur weiter. Hier, wir haben doch mit dir ein Bündnis. Nein, der kann uns nämlich gar nicht leiden. Neue Reichsentwicklung hier. Das zerstört eine Plage. Nein, das hilft mir nichts. Haben wir noch eine Stufe 5 Einheit beschwert. Zeigen, dass sie ein bisschen Leben verlieren.
Und natürlich auch zu beenden. Ja. Das ist jetzt, ja. Okay, nein, da hatten wir gar keine Chance. Die hatten 500 mehr als wir. Oh, da hauen die sogar automatisch ab. Sehr schön. So sehe ich das gerne. Einfach mal einen Rückzug machen. Ein taktischer Rückzug. Naja, aber gut zu wissen, dass sie auch alleine jetzt abhauen können. Ich frage mich nur, wie viele überleben werden. Ah. Nicht genug. Nicht ansatzweise genug. So sei es. Die kann vom Tod abhauen. Okay, neue Reichsentwicklung. Hier. Komm, mehr hier. Weltkarte muss ich nicht unbedingt sehen. Gibt es irgendwas anderes? Eher nicht. Wie kommt es mit der Nahrung? Dass ich mehr Ressourcen bekomme im Großen und Ganzen. Das mit der beschwerten Armee ist eigentlich gar nicht so doof. Magiergilde. Her damit. Einfach nur her damit. Aber heißt es nicht eigentlich, dass er mit mir Krieg führen muss, wenn ich mit den Leuten Krieg habe? Warum hat er mir nicht geholfen? Bisschen seltsam. Bei er muss es doch eigentlich Ressourcen uns geben. Horde der Untoten. Ich kann davon nichts nehmen, ne? Ja, Einberufung. Na ja, komm hier. Das ist das Beste, was ich leider machen kann. Okay, wir haben jetzt das freigeschaltet. Zauber können jetzt in der ersten Runde des Kampfes gewirkt werden. Und ich bekomme gleich 1000 Mana. Beides sofort nehmen. Aber sofort. Ja, wird wieder was belagert von mir.
Ah, da muss ich noch eine Runde warten, bis mein Herrscher wieder da ist. Deswegen einfach Runde beenden. Oh, das hat jetzt eine düstere Farbe angenommen. Wenn die Welt geht schon 81 Runden und ich habe quasi noch nichts Großartiges gemacht. Okay, welche Herrscher haben Krieg begonnen? Ja, gut zu wissen. Oh, die beiden haben Krieg begonnen. Finde ich sehr gut. Dann brauche ich keine. Wie kann das sein? Ich hatte hier doch gerade noch eine ganze Armee. Kann es sein, dass die Armee auf einmal weg ist? Wer hat es gewirkt? Mann, der aus dem Haus Ineusch. Okay, ich kann sagen, dass ich das jetzt nicht mehr schaffe. Das ist der einzige Grund, bis ich da unten irgendwas zerstört habe. Unmöglich. Ich muss da ganz runterreißen, erstmal eine Armee aufbauen. Nee, das ist vorbei leider. Ich müsste die Stadt zerstören, die am nächsten ist. Na. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das überleben wir nicht. Das überlege ich sogar ganz und gar nicht. Das ist vorbei. Der Zug ist direkt abgefahren. Die Runde haben wir verloren. Na, ärgerlich. Okay, und ich weiß das nächste Mal, ich darf keinen Krieg von mir aus beginnen. Das war ja ein Nachteil, der Wahnsinn. Ich habe den ganzen Rest, kann ich eigentlich vergessen. Magier, Nahkämpfer. Nahkämpfer habe ich den Schnitter. Ich frage mich trotzdem, wo die Armee jetzt hin ist. Ich glaube, ich warte noch eine Runde, ich will gucken, ob die Armee wiederkommt. Ich bezweifle es aber sehr stark. Dann muss ich leider sagen, glaube ich, haben wir die Runde jetzt umsonst gemacht. Wohl oder übel. Was haben wir denn hier überhaupt noch? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hatte einfach zu viel verloren, diese Einrunde hier. Ich muss hier meine Verteidigung an sich verbessern.
Na. Leider. Ich muss sagen, dieses Mal muss ich die Runde leider aufgeben. Weil es ist unmöglich, dass ich das jetzt noch schaffe. Der ist schon im Magiersieg, der hat in 14 Runden gewonnen. In 14 Runden kann ich keine Ahnung mehr aufbauen, da runtergehen. Schade. Schade. Ja. Schade, du hast aufgegeben. Niederlage. Ja, das hätten wir aber auf jeden Fall nicht mehr geschafft. Guck mal, wie viel der hier hat. Aber der hatte echt eh mega Glück. Hier hat ein ganzes Kontinent und keine Feinde gehabt. Hier war die da. Hier die. Ich war ja hier. Hier und hier hatte ich eins. Der hat es schön, er war echt von allen entfernt. Okay, haben wir leider verloren. Okay, was kann ich hier erhöhen? Was ist das? Beben. Kyroman. Frierstrahl. Oh, das ist ein cooler Staatsbonus. Oh Gott, was nehme ich denn hier am besten? Na komm, ich nehme hier erstmal das da. Choose your destination. Oh. Fortschritt, ich kann zwei auswählen. Oh, noch besser. So. Ich meine, wir haben hier noch so viel zu tun. Also an sich könnte ich daran jetzt noch wirklich Ewigkeiten spielen. An dieses Spiel. Also ich glaube, so im Grund haben wir uns schon ungefähr alles angeguckt. Ich bin ganz ehrlich, wenn jetzt jeder von denen nochmal so 5-6 Story-Sachen hat, dann spiele ich das ja noch in einem Jahr. Deswegen würde ich sagen, ich mach mal bei dem Spiel so einen kleinen Cut. Ich höre jetzt erstmal auf, außer ihr wünscht euch, dass ich das noch weitermache. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, dass ich von diesem Spiel eine kleine Pause mache, bis neue Sachen rauskommen. Und konzentriere mich dann erstmal auf ein paar andere Spiele. Ja, so mache ich's. Also, wenn ihr wollt, dass ich es weiterspiele, schreibt es mir gerne und bis dahin mache ich jetzt erstmal ein Age of Wonder Cut. Weil ich meine, ich spiele schon echt lange und wenn ihr unbedingt wollt, dass ich weitermache, dann wie gesagt, lasst es mich gerne wissen. Wenn ihr andere Spielevorschläge habt, könnt ihr es mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin gern für alles offen und bis zum nächsten Spiel. Ciao!